Hallo, Tag 18. Tag 18 des Adventkalenders. Wir brauchen die Nummer 18, die haben wir hier. Und ja, unser Bürgerbräu Hefeweizen, echt bayerisch. Bürgerbräu, naja, dann werden wir unsere Bürgerpflicht erfüllen. Hallo liebe Freunde des Mittelalters, hier ist Adolf der Schandmal auf Kabau TV mit Prox von Heint Nubing. Ja, heute werden wir noch ein bisschen über Heint Nubing sprechen. Vorher kommt das Bier. Es ist heute unser Bürgerbräu Hefeweizen. Echt bayerisch. In diesem Sinne grüße ich natürlich Dark Siffler. Und schauen wir mal, ob wir heute die Sendung rumkriegen, ohne dass ich noch ein zweites Mal in diesem Sinne sage. Das hast du gerade getan. Ein drittes Mal. Riecht auf jeden Fall. Ah, ich liebe Hefeweizen. Habe ich schon erwähnt, dass ich Hefeweizen liebe? Ja, hast liebe? Du? Ah. Vielleicht kannst du mich mit diesem Bier in den Bann ziehen. Ja, kannst du. Hefeweizen ist für mich das absolute Bier für den Sommer. Ja. Jetzt, wenn du einfach mal so wirklich ein Bier genießen willst im Sommer, ist ein Hefeweizen für mich persönlich das ultimative Bier. Es ist auch sehr, sehr viel sättigender als alle Biere, die ich sonst kenne. Ja, ja, stimmt. Ja. Ja, also, das ist ja das Problem. Du trinkst ein Bier, hast damit, glaube ich, 2 Semmeln gegessen und dann hast du aber noch nichts dazu getrunken. Ja. Ja. Hast aber auch nicht das Gefühl, schon 2 Semmeln gegessen zu haben. Beim Hefeweizen hast du wenigstens das Gefühl, dass man schon 2 Semmeln gegessen hat. Ja, das... Ja, also man kann sich am Hefeweizen, glaube ich, sogar überfressen. Man kann sich an allem überfressen. Verzeihung. Hat einen sehr angenehmen Geruch, muss ich sagen. Ja, also ich liebe den Geruch. Ich finde auch das Trübe schön. Mhm. Ich mag es gern, wenn also so diese hefetrüben Biere. Das Schöne ist ja, es gibt ja den Weizenbock auch. Mhm. Das ist praktisch ein Hefeweizen als Bockbier. Das war bei der Bockbierverkostung, die wir hatten, das Hefe, also das Zillertaler Hefebock oder Weizenbock. Das Weizenbock, das? Ja. Und ich habe jetzt festgestellt, gerade auch im Innenviertel gibt es einige Brauereien, von denen wir jetzt schon Biere hatten, aber nicht das Weizenbock. Gibt es zur Winterzeit viel Weizenbock? Also ich bin schon drauf und dran, mir zu überlegen, ob ich nächstes Jahr einfach 24 Weizenbock verkoste. Ja, als Adventkalender. Das wäre natürlich eine Option, ja. Vorausgesetzt, du lädst mich dann wieder ein. Also es ist richtig gut. Einer der Gründe, warum ich Chris eingeladen habe, ist unter anderem, also er hat früher schon viel Gewandung getragen. Ja. Im Rahmen allerdings mehr Lab. Mehr Lab. Aber mehr auch auf Märkte gewesen. Auch auf Märkte, also Eggenburg zum Beispiel, ja. Ackstein, HGM, jährlich. Ja. Also, sehr gut. Also da hast du mich ja auch schon oft genug gesehen. Ja. Ja. Also man muss auch sagen, sein Gesicht kam mir auch bekannt vor, aber das heißt bei mir nicht viel. Also das ist ja das Problem. Ich habe mich früher super an Gesichter erinnert, nicht an Namen. Mhm. Und jetzt bin ich schon so weit, ich erinnere mich an gar nichts mehr. zu viel Input. Ja, also zum Bier hinzu. Es hat jetzt endlich wieder eins hinten was zum drauf. Kleine Einschenkkunde. Ja gut, da steht halt das Übliche drin, dass die Hefe mit reingehört und wie man das tut. Ja, ich denke, jeder Biertrinker weiß, wie man das Hefeweizen einschenkt. Du weißt das auch, oder? Ich habe bisher noch nicht wirklich Hefeweizen getrunken und wenn, dann wurde sie mir eingeschenkt. Ja, also es gibt 2 verschiedene Möglichkeiten, die Hefe am Schluss rauszukriegen. Also wenn nicht mehr viel drin ist, entweder man dreht es, damit sich die Hefe löst, damit man es einschenken kann. Mhm. Oder es gibt Leute, ja, drehen kannst du es zwischen 2 Händen. Oder es gibt Leute, die legen es auf den Tisch und rollen das, die Flasche und schenken dann ein. Ein Hefeweizenglas ist deswegen so geformt, wie es geformt ist, damit die Flasche reinpasst. Eine umgedrehte Flasche passt da sehr gut rein, weil man eigentlich dann das Hefeweizen hochzieht. Wieder was gelernt. Das ja, es ist also geht mit solchen Gläsern jetzt nicht, aber
Es ist auch nicht die übliche Weizenflasche. Also so gesehen, egal. Ja, ansonsten ist es wieder mal eine Einwegflasche. Was bei den Bio-Bieren meistens nicht ist, das ist jetzt aber jetzt kein Bio-Bier, wenn ich das richtig sehe. Aber es ist bayerisch. Ah, Bad Reichenhall. Ja. Schauen wir mal, ob wir irgendwie noch eine Information zum Alkoholgehalt finden. 5,2%. Sonst steht eigentlich nicht mehr viel da. Bei manchen wird jetzt Stammwürze auch noch angegeben. Mhm. Oder ob es obergärig und untergärig ist, aber das ist eigentlich so ein Standard, dass man durchaus wissen kann, was obergärig und untergärig ist. Ja, in diesem... Ha! Beinahe! Beinahe! Ich hätte es beinahe wieder getan. Das ist wie eine... Das ist, ja, man kann nicht aufhören damit, wenn man einmal diese drei bösen Wörter sagt. Ja, ich versuche es mir abzugewöhnen, diese Wortkombination zu sagen. Ja. Wenn jetzt irgendjemand sich wundert, warum ich so komisch rede in der Endkarte, ist ja auch das Biervideo von gestern verlinkt. Gestern, vorgestern, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Schaut euch das einfach an, weil, also, wenn das von gestern verlinkt ist und es war vorgestern, müsst ihr das Video von vorgestern auch anschauen. Oh mein Gott, das macht kein Mensch. Na doch, doch, also Bierverkostungen schaue ich mal gern an. Ja. Ja, du hast ja auch unsere Bockbierverkostung angeschaut. In kompletter Länge. Ja. Zweimal. Der coolste war bis jetzt derjenige, der sich beim letzten Mal durchschauen dann sogar schon mit dem Bier angeschaut hat. Weil gemeint hat, es ist voll cool, wenn du selbe gerade trinkst, was die Leute im Video trinken. Also es gibt auch wirklich coole Zuschauer von mir da draußen. Das Witzige ist ja, Zuschauer trifft das Ganze ja viel besser als Fan. Ja, weil, ja. Weil Fanatics haben irgendwelche Leute, die halt so gehypt werden, die Lochis haben Fans, ja, also wenn ja da irgendwo jemand aus einer Tür rauskommt und ein Lochi ist, dann rennen da tausende Frauen, Frauen, Groupies, Mädchen, dann kreischend hinterher. Ich finde die Lochis gar nicht so schlecht, also persönlich, also die Videos teilweise, okay, ich bin jetzt, muss ich sagen, kein Lochi-Fan, weil das insgesamt nicht jetzt so mein Stil ist von Videos, die ich gern schaue. Mir ist eine Vorstellung eines Schwertes viel lieber als jetzt ein Lochi-Song. Ich bin da etwas geprägt, ja. Aber ich habe die Lochis mal kennengelernt, also so sind sie echt klasse, so eigentlich. Das muss ich sagen. Also, man muss ja auch sagen, es ist so, dass Menschen und ihre Videokanäle zwei Paar Stiefel sind. Richtig. Das merke ich auch sehr, sehr oft wieder am Jaden. Schönen Gruß da. Er ist nämlich vor der Kamera unheimlich charmant und redegewandt, was er natürlich auch so ist. Aber er ist vor der Kamera nicht annähernd so gemeint zu uns, zum Wagen und mir, wie privat. Ja gut, wir wissen es aber auch zu wehren. Ja. Ja, die genannten Personen sind übrigens das Team, mit dem du eben das High-End-Noobing machst. Genau, das ist ein Gaming-Channel, der sich über Gott und die Welt unterhält in einem wöchentlichen Format. Das ist News of the Art, also Now Loading. Und bald auch wieder einen neuen Zyklus anfängt, Reviews zu schauen. Also alles Mögliche über Games, Reviews, was uns denn Spaß macht. Wir haben nämlich auch ein Weihnachtsgedicht vorbereitet. Das kommt dann auch bald raus. Sehr gut. Ja, also, was ich mir vorstellen kann, was ich schon eigentlich länger machen wollte, war irgendwas über Mittelalterspiele und so. Ja. Und da habe ich mir gedacht, würde ich mir gerne jemanden einladen und da wäre vielleicht irgendjemand von eurem Kanal dafür ganz gut geeignet. Da ist nämlich sogar ein Spiel in der Mache. Das heißt, glaube ich, Kingdom Come oder Kingdom Come Deliverance, glaube ich. Das ist ein Mittelalter-RPG ohne Magie, ohne Drachen, ohne Hexen, also wirklich Mittelalter. So wie Mount of Blades. Richtig, ja, aber mit extrem schöner Grafik und vor allem... Mount of Blades. Vor allem, du findest keinen NPC, der gleich ausschaut wie der andere. Die haben cool. alle wirkliche Gewandung, also auch die Untertracht, sagen wir es mal so, ist auch immer anders. Also die haben so einen Algorithmus, wo sich die zusammensetzen und du spielst nie das gleiche Spiel, wenn du es nochmal spielst. Das wird in Prag entwickelt, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ja, aber wie gesagt, das ist schon was, wo ich gern halt
die Community, die auch mal ein bisschen aufmerksam machen möchte. Und ich habe aus beruflichen Gründen einfach keine Zeit zum Zocken. Ich spiele seit Ewigkeiten Skyrim und das letzte Mal war vor 3 Wochen, dass ich mal was gespielt habe. Mhm. Und dann spiele ich vielleicht 2-3 Tage und dann wieder 4-5 Wochen gar nicht. Ja. Und so kann ich nie wirklich über das Spiel berichten. Aber wenn wir da vielleicht was zusammen machen können, ja, wäre echt cool. Also ich denke an dich bei dem Spiel. Ich meine, was du gerade... Gut, jetzt nicht so. Ich habe ein Bier ausgetrunken. Warte. Aber was ich sagen wollte, ich komme ja auch nicht mehr zum Zocken, neben dem Zocken. Weil ich spiele ja nur noch für den Kanal. Also wenn ich was spiele, dann spiele ich es für den Kanal. Und nicht, hey, wie wäre es, wenn ich mal eine Runde da spiele? Ja, okay, gerne. Nachdem ich das Video gedreht habe oder nachdem ich das aufgenommen habe. Und dann meistens ist es schon so spät, dass... Es ist ähnlich wie bei mir, ich kann am Wochenende kein Mittelalter machen, weil ich am Wochenende Mittelalter machen muss. Ja, ich bin auf dem Mittelaltermarkt und kann deswegen nicht auf eine Mittelalterparty. Oder ich spiele auf einer Mittelalterparty, kann aber nicht auf ein Mittelaltervereinstreffen. Also ich kann kein Mittelalter machen, weil ich Mittelalter machen muss. Deswegen kannst du nicht zocken, weil du zocken musst. Richtig. Es ist schräg. Aber wenigstens in komplett verschiedenen Bereichen haben wir dasselbe Problem. Ja, ich glaube, das ist aber überall so. Immer. Sofern man also sein Hobby auch in anderen Bereichen nutzt. Ja, ja. Wenn man sagt so, ha, Synergien, und dann denkt man sich, okay, jetzt ist irgendwie Arbeit und Hobby fast das Gleiche. Na, das ist... Bei dir ist es ja glücklicherweise nicht so, ja. Ja, also ich sehe auch zum Beispiel, wenn ich jetzt ein langes Review schneide von über 10 Minuten, was ja doch einige Stunden Arbeit sind, sehe ich das nicht als Arbeit, weil es macht mir immer noch extrem viel Spaß zu schneiden. Und ich möchte mir das behalten, weil sonst wird es irgendwann... schon wieder schneiden und das ist dann einfach kontraproduktiv. Siehst du, und deswegen mache ich gern One-Taker, da muss ich nicht so viel schneiden. Ja? Also Kochvideos mache ich jetzt auch nur noch so, dass ich vorher genau die Einstellungen mir überlege, damit ich nachher nichts mehr schneiden muss. Also beziehungsweise nur noch die Teile, die ich eh an der Stelle vorgesehen habe, zusammenfügen muss. Das sehe ich jetzt nicht so wie ja, normales Schneiden, weil das Schneiden, wenn du von verschiedenen Kameraperspektiven und... Aber ich glaube, jetzt wird die Bierverkostung zu lang. Reden wir einfach beim nächsten Bier, das wir gemeinsam trinken, vielleicht drüber weiter oder über ein anderes Thema, was uns dann irgendwie... Was uns gerade einfällt, oder? Genau das. Ich wollte nur noch kurz anmerken, dass ich das Bürgerbräu Hefeweizen jedem Hefeweizentrinker durchaus ans Herz legen kann. Mir hat es geschmeckt. Wie hat es dir geschmeckt? Sehr gut, sehr gut. Also, sehr gut. Wir sind gespannt, was da noch kommt. Was da noch kommen mag. Und ich liebe es, es hat wenigstens wieder Etiketten, ja? Hatten wir das schon, ja, 5,2% Alkohol, ja. Und das... Stammwitz steht nicht drauf, oder? Nein, steht nicht drauf. Okay. Das ist dann unten in der Videobeschreibung, weil das hole ich mir dann immer von der Homepage runter. Weil da haben sie ja manchmal sogar Bierinformationen drauf, die halt auf dem Etikett nicht drauf sind. Und ich habe deswegen... Nur ich nutze ja die Infobox unten wirklich, um Informationen zu transportieren, die nicht im Video sind. Also bei mir lohnt sich immer, auch die Infobox zu lesen, weil da sind noch interessante Details. Und so die Links halt natürlich. Ja. Auch zur Brauerei. So wie es sein soll. Ja, es unglaublich viele Fragen hast du dann immer, die eh alle beantwortet sind in der Infobox. Bei den Kommentaren. Also deswegen, liebe Zuschauer, Infobox lesen. Tolle Sache. Es freut mich, dass ihr bis hierher durchgehalten habt. Bei allen, die bis jetzt durchgehalten haben. In diesem Sinne verabschiede ich mich mit den Worten, ich verabschiede mich, Arnulf das Schandmal und Prox oder Chris von Heint Nubin. Ciao. Tschüss.